Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das erste Video tatsächlich endlich mit einem richtigen Intro. Erstmal Shoutout an dich, Yannick Broski. Dankeschön für das frische Intro. An alle, die ja auch so ein Intro haben möchten oder sonstige Fragen oder Sachen benötigen, zwecks Intros, Musikvideos, sonstiges, checkt den Bro ab. Ich habe ihn einmal in der Videobeschreibung unten markiert. Geht auf sein IG, zeigt ihm Liebe und ja. Kommen wir zum heutigen Video. Dann seht ihr schon ein bisschen, was ich mitgebracht habe oder wie ihr es auch schon im Videotitel lesen könnt. Es geht besser gesagt um mein Travis Scott Merch oder die Schuhe, die ich habe bis jetzt. Die würde ich euch gerne einmal zeigen, weil es kommen in der nächsten Zeit tatsächlich noch ein paar Sachen dazu. Zwei Sneaker auf jeden Fall. Der eine etwas früher als der andere. Da müssen wir jetzt tatsächlich noch warten, wie das Ganze mit DHL oder allgemein dem Cargo-Weg laufen wird. Da gibt es wegen Corona aktuell ein bisschen Schwierigkeiten, deswegen verzögert sich das Ganze. Was genau da kommen wird, werde ich euch in einem separaten Video dann natürlich zeigen, aber dann müssen wir und auch ich mich noch gedulden. Aber bevor wir mit dem weitermachen, das heißt bevor, es muss ja erstmal alles ankommen, würde ich euch erstmal gerne Stand heute mal meine, ich sag mal, Sammlung zeigen, die ich an Sneakern und an Clothing habe oder vielleicht auch an Accessoires, muss ich mal gucken. Und ja, dann würde ich mal sagen, schnacken wir nicht so lange rum und fangen wir mal direkt mit den Clothing Pieces an, die wir einmal durchgehen können. Die meisten kennt ihr vielleicht schon, aber ja, fangen wir an. Fangen wir erstmal mit den Sachen von dem Travis Scott Merch Review, also meinem Video. Falls ihr das nicht gesehen habt, Link in Bio, checkt es auf jeden Fall ab. Gucken wir uns erstmal die Sachen an, die kennt ihr wahrscheinlich schon, wer das Video gesehen hat. Das wäre einmal diese Short aus dem heißen Room Drop. Zu der Quali werde ich jetzt tatsächlich nicht so viel sagen. Einfach im Video nochmal abchecken und dann werdet ihr meine Meinung dazu hören. Dann kommen wir zu dem gleichfarbigen T-Shirt. Das habt ihr auch schon gesehen, hinten sieht es so aus, auch No Commi. Guckt das Video an zu der Quali und allgemein, was ich davon halte. War nicht so erfreulich tatsächlich. Zu dem Hoodie hatte ich mir den gelben geholt, der sieht so aus. Und hinten sieht er so aus, auch hier. Checkt das Video, Link in der Beschreibung. Und ja, das waren tatsächlich nicht so meine Favorite Pieces vom Design und von der Quali her, aber wie gesagt, schon das Video. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem Travis mit Virgil. Ich glaube, das kennen gut viele. Das ist einmal das komplett Weiße. Da habt ihr hier einmal Travis und Klein mit den Jordan 4ern. Vorne ist, weiß ich nicht, drauf. Das ist so ein Pocket Tee. Hat hier vorne, ja, das ist ein Pocket, deswegen heißt es Pocket Tee. Und dann habt ihr hinten einmal dieses richtig große Backprint drauf. Sieht man das? Ja. Auch wieder mit den Jordan 4ern. Das ist eigentlich das T-Shirt, was häufiger rausgekommen ist, halt was nicht so limitiert war. Als ich letztes Jahr in L.A. war, hatte ich mir davon nochmal das, ganz kurz gucken, das war aus 2018 das T-Shirt. Und dann gab es nochmal das braune, zeige ich euch einmal. Das habe ich mir in L.A. geholt bei Round 2. Das ist der Laden von Sean Waterspoon, wer ihn nicht kennt, der diese MX designt hat. Diese mit 90er und 1er, glaube ich, waren das. Diese im Regenbogenmuster aus Cord. Das ist sein Laden auf jeden Fall. Den hat er mehrmals in L.A., New York und sonst wo, glaube ich, noch. Ja, das ist das gleiche eigentlich, in komplett braun. Auch wieder ein Pocket Tee. Hier ist wieder Travis drauf, aber hier hat er die 1er an. Kann man eigentlich sehen. Ja, so sieht das Ganze von vorne aus. Nichts Besonderes. Und von hinten sieht es dann halt so aus. Auch wieder ein richtig großer Backprint. So sieht der Backprint aus. Ja, das T-Shirt ist aus 2019. Das ist ein bisschen seltener. Und ich glaube, das wurde auch nicht offiziell released, so wie das weiße T-Shirt, was wir vorhin gesehen hatten. Ich glaube, das, wenn ich mich nicht irre, wurde das entweder auf seiner eigenen Seite released oder woanders. Also das hatte, glaube ich, ein offizielles Release. Und das wurde einfach, ich weiß nicht, wie das ehrlich gesagt gedroppt wurde. Ob das jetzt irgendwie nur, ich sag mal, Friends and Family war und irgendwie gedroppt wurde. Ob Leute irgendwie dran gekommen sind. Aber ja, ich habe es für Resale geholt. Was habe ich dafür gezahlt? 180 oder 200 US-Dollar. Mit Tax ist dann insgesamt 220. Hat sich's gelohnt? Weiß ich nicht. Ich habe es mir in der XL geholt. Das passt perfekt. Also hat einen ganz normalen Oversize-Schnitt für XL. Ja, ob sich's gelohnt hat oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen zu teuer für nur ein T-Shirt, aber ja, ich habe es in der Sammlung und bin, es ist zwar im Endeffekt nur ein T-Shirt, aber bin irgendwie auch trotzdem drauf stolz, dass ich das habe. Ich habe es zwar noch nicht gematcht, aber man kann es halt optimal mit den Schuhen hier matchen. Zu denen kommen wir gleich. Aber ja, das dazu. Und dann kommen wir als allerletztes oder zu guter Letzt zu dem, glaube ich, Most Basic T-Shirt, was von dem Astroworld Drop war. Das ganz normale Shirt, wo vorne drauf steht, dass ich denke hier, Aventure Astroworld and all like that was this fucking shirt. Von hinten nichts weiter drauf, hinten einmal Wish You Were Here. Und ja, ich glaube, das kennt jeder. Muss ich, glaube ich, auch nicht so viel sagen. Ich glaube, das hat gefühlt jeder Travis Scott Fan gefühlt. Also ich habe das T-Shirt am meisten bei den Leuten gesehen, sei es aufs Festivalen.
oder Festivals. Und ja, allgemein auch im Internet sehe ich meistens immer nur das T-Shirt oder halt den Pulli davon. Kommen wir jetzt zu dem größten Reinfall, den ich hatte. Oder sagen wir es mal so. Ich hab mir, wieso auch immer, was anders erhofft, als wie es dann rausgekommen ist, wenn das Sinn macht. Travis hatte ja mit diversen 8-Tests wie Shake West Down, Tolliver, ETC das Jack Boys Album gedroppt. Davon wurden auch nochmal Merch veröffentlicht. Und mein schlaues Ich hat sich gedacht, komm, holst dir mal die Sturmmaske, die veröffentlicht wurde. Das Ganze sieht so aus. Tschüss, Digga, ich krieg keine Luft. Tschüss, Digga. Digga, was war das denn, Digga? Tschüss. Almost choked, Digga. Zweiter Versuch. Das ist der Überfall. Geld her. So sieht das Ganze aus. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ja. Ich sag mal so, die Maske ist vielleicht fresh für ein Shooting oder sonst was, ne? Aber das war es dann auch. Vielleicht für Skifahren, aber die ist auch so eng, Digga. Du kriegst einfach full keine Luft hier drin. Ja. Perfekt. $60 verschwendet. Hätte ich auch irgendwo anders investieren können oder von denen hier aus dem Fenster oder was auch immer. Aber ja. Jetzt wisst ihr, dass es ein Fehler war und ja. Also, das ist die Maske, diese Jack Boys Maske, die auch auf dem Cover anhaben. Vorne steht einmal Cactus Jack drauf, dann Bart oder was auch immer das sein soll. Hinten dann nochmal Jack Boys das Logo, so ganz verkriegelt draufstehen. Ja, $60 verschwendet. Kobi. Aus Fehlern lernt man. Sowas werde ich mir natürlich nicht nochmal holen. Und ja. So, das war tatsächlich schon das ganze Merch. Ich habe insgesamt 4 T-Shirts habe ich gezählt. Ein Hoodie, eine kurze Hose und diese behinderte Maske. Und ja. Kommen wir zu den Schuhen. Da werde ich ehrlich gesagt auch nicht so viel dazu erzählen. Wer meine Sneaker Collection gesehen hat oder meine Pickups aus 2019, wird sehen, welche Schuhe da habe. Deswegen gehen wir die einfach mal kurz schnell durch. Und dann ja, ich werde euch das Video auch unten einmal linken. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und dann ja, würde ich einmal schnell anfangen. So, fangen wir mit den 1er Low an. Ganz kurze Story dazu. Das war tatsächlich der erste und der einzige Schuh von den Travis Sneakern, die ich auf der Sneakers App bekommen habe. Ja, das macht tatsächlich auch schon. Auf die pinken Schleifen reingeballert und ja. Kommen wir zu den Air Force. Brauche eigentlich auch nicht so viel dazu zu sagen. Wenn ihr mein allererstes Video gesehen habt, wisst ihr schon, was es mit den Schuhen auf sich hat. Das ja, war mein allererstes Video und auch mein allererstes Unboxing. Das war das zweite Paar. Kommen wir zu den dritten und aktuell noch meine Favorites. Dies wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich das Paar kriege, was jetzt aktuell unterwegs ist. Sind die 1er High. Brauche ich glaube ich auch nicht so viel dazu zu sagen. Auch pinke Schleifen reingeballert, finde ich am freshesten vom Farbkontrast von vom Farbkontrast her mit braun, weiß, schwarz und dann pinke Laces. Ja, einmal so zum Vergleich. So, das soll kein Flex übrigens sein, dass ich jetzt gefühlt hier jeden Travis-Sticker habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich alle Schuhe, die ich jetzt habe, auch besitze. Erstens, ich arbeite dafür, das ist mein eigenes Geld, was ich da ausgebe. Heißt, ich werde jetzt irgendwie nicht gesponsert oder unterstützt oder sonstiges. Und ja, ich hatte tatsächlich auch Freunde, die sich für Raffles angemeldet haben oder auch hier und da mal einen Plug, der mir was geklärt hat. Shoutout an dich, Bruder, wenn du das siehst. Danke nochmal. Und ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich hier irgendwie flexen will oder sonstiges. Da gehört tatsächlich eine Menge Glück und ja, auch Arbeit und Geld dazu. Kommen wir zum vierten Paar, das sind die 4er. Ja, das war tatsächlich der allererste Schuh, für den ich gecampt habe mit einem Kollegen Shivas. Bro, wenn du das siehst, Grüße an dich. Haben wir, ich weiß nicht mehr wie lange, aber ich glaube, wir haben um 3 angefangen bei Kicks in Hamburg davor zu campen. Nachts um 3 waren wir da, da waren tatsächlich auch schon voll viele Leute da. Und dann habe ich tatsächlich erstmal nur in der 46 gekriegt, aber dann konnte ich die noch traden. Jetzt habe ich sie in der 44 in meiner Größe und ja. Kommen wir zu den letzten, die ich von Travis habe. Das sind die 6er. Die habe ich tatsächlich aktuell auch noch nicht so viel an. Die sind zwar schon relativ benutzt, was heißt relativ, aber auch schon benutzt, aber ja, nicht so viel. Zum Beispiel hier, wie ich es eben gerade erwähnt habe, hat mir ein Kollege geholfen, Godwin. Auch an dich, Shoutout oder Dank nochmal. Da hat er mir tatsächlich auch geholfen. Ich bin bei Beastin oder BSTN, wie ihr es auch nennen wollt, leer ausgegangen. Und der Bruder hat mir dabei geholfen und hat die tatsächlich für mich ja, gekriegt, gewonnen. Und dann ja, habe ich die jetzt auch in meiner Sammlung. So, das war es tatsächlich schon. Wir hatten 5 Sneaker. 2 sind aktuell, wie schon gesagt, auf dem Weg. Da handelt es sich jetzt um Tage, Wochen, Jahre. Keine Ahnung, wie schnell die Post da hinterherkommt. Ja, von dem Merch her waren es auch ein paar Teile, wie vorhin schon jemand gesagt. Das war es tatsächlich auch schon mit dem Video. Relativ kurzes Video heute wieder. Wahrscheinlich, dass jetzt wieder 10, 11 Minuten geht. Kurz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch sowas gefällt, wenn ich euch mein Travis Merch, Drake Merch oder, weiß nicht, Artist Merch oder sonstiges zeige, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, ist kostenlos und aktiviert die Glocke. Bevor wir das Video jetzt beenden, guckt einmal hier bitte auf den Screenshot. Ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent das sind, aber es ist doch schon relativ viel. Die Nutzer, die mich nicht abonniert haben und Videos schauen oder meine Videos schauen. So nicht.
Abonniert gerne meinen Kanal, ist kostenlos, würde mich natürlich auch supporten und sehr freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wann ich neue hochlade. Folgt mir bei Insta, da kündige ich es natürlich eigentlich auch immer an, wenn ich was hochlade oder wenn was geplant ist. Und dann ja, bedanke ich mich jetzt nochmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, peace.